Was ich ganz schlimm finde, ist, dass einer ganzen Generation, die sich vielleicht irgendwann mal ein Eigenheim kaufen möchten, einfach die Träume enteignet werden. Weil es war lange so, dass man zumindest auf irgendwas hinsparen wollte, um abgesichert zu sein, zumindest jetzt bei der Rente, die man sowieso nicht mehr bekommt. Die Gehälter sind so niedrig, muss man sagen, und die Hauspreise so hoch, dass das ohnehin in sehr weiter Ferne ist, würde ich mal sagen. Aber wenn man weiß, dass man ein Haus erwerben könnte oder schon ein Haus erworben hat und da immer mehr Regeln auf einen zukommen, die man gar nicht mit einkalkuliert hat, dann ist es eine absolute Frechheit, dass man einer Generation, die vielleicht sogar vorsorgen möchte, weil es eben nicht mehr so funktioniert mit der Rente, wie man sich das früher mal ausgemalt hat oder zumindest von den Eltern vorgelebt bekommen hat, das finde ich unmöglich.